Hey Leute, der PTR-Build, der neue, hat es wirklich in sich. Viele Klassen haben einen Sprung nach oben gemacht, vor allem Caster-Klassen können sich wirklich gut behaupten aktuell. Sei es Moonkin, Shadow Priest und vor allem Magier. Das heißt, wir können wieder in P4 mit Caster-Klassen rechnen. Es gibt einige Klassen, die mussten Dämpfer hinlegen, zum Beispiel Krieger und Jäger. Aber wie gesagt, der PTR geht noch lange. Es gibt neue Fähigkeiten, die ins Spiel gekommen sind. Zum Beispiel der Krieger bekommt einen World Buff und der Paladin bekommt was fürs Movement. Ihr könnt eure Bewegungsgeschwindigkeit um 100% erhöhen fürs 6 Sekunden, also das ist richtig geil, vor allem mit PvP für Holy Paladine oder für Red Paladine. Das heißt, viele, viele neue Sachen und die schauen wir uns jetzt alle an. Wenn ihr nicht das ganze Video anschauen wollt, ich habe unten die Sprungmarken gesetzt, springt zu eurer Klasse und schaut es euch an. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst uns reintauchen. Gleich vorab, Druiden sind deutlich verbessert in Phase 4. Ich habe den Balance Druiden getestet, auch den Feral. Und ich muss sagen, der Balance gefällt mir wirklich sehr gut. Also den haben sie deutlich gebufft und hier kommen noch weitere Buffs, vor allem für den Balance-Druiden. Und ich denke mal, dass der Balance-Druide auch besser wird sein im DPS wie der Feral, also erstmalig besser sein wird. Die letzten Phasen war der Feral immer besser und der Balance-Druide war einer der schlechtesten DDs. Das wird sich safe ändern mit Phase 4, wenn das hier alles so bleibt. Schauen wir uns mal die erste Änderung an. Das ist Furor von Sturmgrimm. Die Rune wird geändert. Das erlaubt euch jetzt Zorn auch in der Baumform zu benutzen. Das heißt, Heiler-Druiden müssen jetzt nicht mehr die Form wechseln, sondern können auch jetzt Schaden machen in Baumform. Also das ist jetzt ziemlich neu. Nächste Rune, die angepasst wird, das ist Pflege. Und zwar, die haben jetzt das hinzugefügt. Diese Zauber profitiert von allen Effekten von heilender Berührung oder Nachwachsen und löst diese aus. Wenn wir uns die Talente anschauen, dann ist das hier auch explizit genannt worden. Erhöht die Chance für einen Crit eures Zaubers Nachwachsen um 10%. Fünfmal, das heißt 50%. Pflege wird dadurch ja oft critten, sehr oft. Das heißt schon ein Buff für Heal-Druiden, also ein guter Buff für Heal-Druiden. Die nächste Änderung ist Feuer Elunes und das erhöht die Dauer von Mondfeuer und Sonnenfeuer. Also setzt sie zurück auf die ursprüngliche Dauer. Und davor war das Syrasgaben-Limit. Das wurde dreimal gemacht, genau. Und dann ging es nicht mehr. Und dieses Limit wurde jetzt entfernt. Also ein kleiner Buff definitiv auch. Und jetzt kommt auch eine größere Änderung. Und zwar in Moonkin-Form bekommt ihr pro Charakter Level 2 Spellpower dazu. Und Insektenschwan, Mondfeuer und Sonnenfeuer. Die Ticks können jetzt critten. Und das ist schon definitiv ein richtig krasser Buff für Druiden. Vor allem für Balance-Druiden. Und ja, sie sahen schon im PTR-Bild 1 gut aus. Und jetzt schauen sie noch besser aus. Also, wie gesagt, Balance-Druiden werden ein Comeback feiern. Dann, das ist eine Tooltip-Änderung und Improved Swipe trifft jetzt bis zu 10 Ziele in Bärform. Beim Hunter gab es nur ein paar kleine Bugfixes. Beim Mage gab es zwei Verschiebungen, also zwei Runenverschiebungen. Einmal Zeit zurückdrehen, die wurde verschoben auf die Handgelenke. Und Kampfeshitze ist jetzt eine Kopfrune. Das ist gut für alle Feuermagier, weil die hatten davor keine wirkliche Feuerrune für den Kopf. Und das wird den Damage jetzt nochmal erhöhen für Magier, für Feuermagier. Und Feuermagier schauen wirklich gut aus im PTR. Ich habe die auch getestet und der Damage-Output ist wirklich wirklich genial. Im Vergleich zu Phase 3 werden die deutlich stärker werden in Phase 4. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die T05er Sets deutlich verbessert wurden. Also die haben viel mehr Spellpower bekommen. Und ich denke auch die anderen Sets, T1 Sets, werden auch mehr Spellpower bekommen. Und das ist generell gut für alle Caster-Klassen. Deswegen schauen Caster-Klassen auch deutlich verbessert aus in Phase 4. Und vor allem Magier, auch mit der neuen Rune, die sie bekommen haben für den Rücken, schauen die richtig gut aus. Also das, wo ihr Feuerschlag immer crittet. Also das ist ja die neue Rune von Magier. Die bekommt ihr ja und die macht wirklich eine Menge Schaden. Schauen wir uns das nächste den Priester an. Den DPS-Priester. Er erblüht in Phase 4, denn der ist zurück. In den Phasen davor war er einer der schlechtesten DPS, jede Phase eigentlich. Und das könnte sich jetzt ändern mit Phase 4. Also er schaut deutlich stärker aus, auch mit einigen Buffs und Änderungen. Könnte es sehr gut ausschauen, erstmalig für den DPS-Priest. Hier gab es wohl einen kleinen Bugfix. Vampirberührung hat wohl nicht von den Talenten profitiert. Und das soll jetzt normal laufen wieder. Und die Rune Schmerz und Leid wird angepasst. Und zwar Gedankenschlag, Gedankenstachel und Gedankenschinden. Erneuern jetzt die Dauer von Schattenwort Schmerz, Pestelehre und Vampirberührung. Also die Dots, die drauf sind von euch, die werden erneuert oder zurückgesetzt auf die maximale Dauer. Und die Rune nimmt immer den Dot, der am
der noch die kürzeste Laufzeit hat. Das heißt, ihr müsst euch nicht mehr darum kümmern, die Dinger zu verlängern. Die Rune kümmert sich jetzt drum. Also eine deutliche Besserstellung für DPS-Priester hier. Und das Gute ist an Vampirberührung, besser gesagt an der Rune Schmerz und Leid. Wenn Vampirberührung erneuert wird von Schmerz und Leid, dann wendet es auch Vampirumarmung auf dem Ziel an. Also das ist schon krass. Das ist das hier. Trifft euer Ziel mit Schattenenergie, die alle Gruppenmitglieder eine Minute lang um 20% jeglichen Schattenschaden heilt. Also Heal für die Gruppe und ihr macht Schattenschaden, wenn es erneuert wird durch die Rune Schmerz und Leid. Und die nächsten Änderungen. Die gewirkten Debuffs, Flucht-Debuffs von Auge der Leere haben keinen Cooldown mehr. Also auch eine Verbesserung. Und Gedankenbrand, das ist ja die AOE-Fähigkeit, trifft jetzt auch das Hauptziel. Das hatte davor nur die anderen Ads getroffen, aber nicht das Hauptziel. Und es trifft jetzt auch das Hauptziel. Also insgesamt kann man sagen, deutliche Buffs für Shadow Priests. Ich würde die ja gerne testen, aber der PTR geht aktuell nicht. In Phase, also bei dem ersten PTR-Build sahen die wirklich gut aus. Ja, nicht so gut jetzt wie Balanced Reen, hätte ich gesagt. Aber mit den Änderungen wird das bestimmt interessant werden. Aber der PTR ist leider offline. Beim Paladin gab es auch einige Änderungen, und zwar die Rune Göttliches Licht, der wurde verschoben zum Umhang, also ist jetzt eine Umhang-Rune. Das ist gut, weil die davor keine Heilrune hatten beim Umhang, von dem her eine willkommene Änderung für Healer. Und die Überheilung von Göttliches Licht betrifft jetzt auch Ziele, die mit Flammen des Glaubens belegt sind. Die nächsten drei sind Bugfixes. Hier ist wieder eine Änderung, und zwar das betrifft die Aegis-Rune. Das hat jetzt eine eingebaute Proc-Chance, und zwar bezogen auf das Talent hier. 2% pro Talentpunkt könnt ihr Abrechnung triggern. Das sind 5 Talentpunkte, das heißt 10% Trigger-Chance habt ihr dann einen zusätzlichen Angriff zu bekommen durch die Aegis-Rune. Ansonsten wurde hier noch die neue Rune geändert, also die neue Umhang-Rune, das ist genau die hier, rechtschaffene Vergeltung. Da könnt ihr Zusatzschaden machen von 30% war das, und jetzt wurde es erhöht auf 50%. Ihr könnt ja wählen zwischen der Rune und Verteidiger, und ich habe beide getestet und Verteidiger war deutlich besser, weil ihr einfach 15% mehr Angriffskraft bekommt, Beweglichkeit und Stärke. Ob das jetzt schon mithalten kann, ich bezweifle es, weil damit macht ihr einfach viel mehr Schaden. Aber wie gesagt, das wird sich zeigen, PTR geht aktuell nicht. Und ansonsten gibt es noch einen neuen Spell für Paladine, was ich richtig geil finde, und zwar erhöht eure Movement Speed um 100% für 3 Sekunden, 45 Sekunden Cooldown. Das heißt, was für die Mobilität, vor allem halt geil im PvP für Red Paladine. Beim Rogue gab es auch einige Änderungen. Hier sind ein paar Bugfixes gewesen, wo wir gedacht haben eigentlich, dass es zum Spiel dazugehört, also zum Rogue. Und zwar hier das erste Wichtigste. Dolchfächer hat ja Energie generiert durch fokussierte Angriffe. Fokussierte Angriffe ist eine Kopfrune. Und wenn ihr das in Verbindung mit Dolchfächer benutzt habt, dann habt ihr Energie zurückbekommen, relativ viel. Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Dennoch ist es nach wie vor eine starke AOE-Fähigkeit. Dann wurde hier noch die Angriffskraft, also von Schläge abschwächen, rüber verschoben zum Klingentanz. Das habt ihr jetzt hier mit drinnen. Und hier auch eine Änderung, wo wir gedacht haben eigentlich, dass es kein Bug ist. Und zwar der blutrote Sturm, also die neue Fähigkeit, die Umhangrune. Da habt ihr durch dieses Talent pro getroffenem Gegner 25 Energie bekommen und ihr hattet instant wieder Max Energie. Das haben die geändert, das bekommt ihr jetzt nur einmal, also pro Zauber. Also auch ein kleiner Nerf sozusagen. Besser gesagt, Blizzard hat das als Bug gesehen, also sollte eigentlich nie im Spiel gewesen sein. Und vergiftetes Messer wurde ein bisschen verändert, und zwar bekommt ihr 5 Energie zurück pro Stack. Tödliches Gift oder okkultes Gift auf dem Ziel. Und Shurikenwurf wurde auch abgeändert, das hat jetzt 30 Sekunden Abklingzeit und garantiert 1 Kombopunkt pro getroffenem Gegner. Dann wurde Säbelschütze noch abgeändert, und zwar stackt es jetzt noch 3-mal hoch. Das heißt, ihr habt nach 3 Stacks schon euer Max-Schaden erreicht, nicht nach 5, also es geht schneller. Ich muss sagen, dass der Schaden vom Säbelschütze nicht an den Schaden von Verstümmeln rankommt aktuell. Der Shami ist ganz klar die Richtung, die wollen den Zweihand-Schamanen stärken, und die erste Rune betrifft es zwar nicht, da haben wir einmal die Schildmeisterschaftsrune. Da bekommt ihr jetzt einen Bonus auf eure Angriffskraft, wenn ihr Flammenschock benutzt auf dem Ziel. Und das ist abhängig von eurem Verteidigungswert. Also pro Punkt über 300 Verteidigungswert bekommt ihr 4 Angriffskraftbonus dazu und das halt 15 Sekunden lang an. Dann kommen wir mal zu den Zweihand-Runen, die verbessert wurden. Einmal die Zweihand-Meisterschaft. Das erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit jetzt um 50%. Also ein Buff für Zweihand-Shamis, genauso wie das hier, Mahlstromwaffe, hat jetzt eine höhere Chance, bei Zweihand-Waffen zu procken. Und genau, also wie gesagt, sie wollen den Zweihand-Schamanen stärker machen, also Zweihand-Waffen
etwas stärker Schamanen. Aktuell spiele alle mit einer, also mit zwei Waffen. Und die wollen hier mit den Zweihand-Schamanen definitiv buffen. Wird interessant sein. Also der Schamane mit zwei Einhändern ist auch schon stark genug. Das hier ist schon eine deutliche Verbesserung. Mal schauen, wie die Zweihand-Schamis dann noch abgehen. Dann die Rune Schmelzschlag trifft jetzt bis zu 10 Ziele. Davor waren es 4, also gut fürs AOE-Tanking auch. Und die Waffenverbesserungen, also Waffe der Flammenzunge, Waffe des Felsbeißers, was auch immer, das musste man ja immer nach 5 Minuten erneuern. Und jetzt hat es eine Dauer von einer Stunde. Also eine kleine Lebensqualitätsmaßnahme für Schamanen. Der Hexenmeister hat auch ein paar Änderungen bekommen, und zwar die Teufelswache bekommt jetzt eine neue Fähigkeit, wo es für 10 Sekunden 5% mehr Angriffskraft bekommt und das Ganze stackt bis zu 10 Mal. Die nächste Anpassung betrifft Seelenentzug, und zwar das garantiert jetzt, dass Seelendieb bei Zielen unter 20% 300% mehr Schaden macht. Dann Lake of Fire wurde komplett neu designt, und zwar See des Feuers. Euer Feuerregen wird nicht mehr kanalisiert, aber hat eine Abklingzeit von 8 Sekunden. Das heißt, ihr müsst es gar nicht casten, sondern es ist jetzt ein Instant Cast. Die nächste Änderung betrifft die Rune Pyrolyse, und zwar das gewährt euch auch 30% Zauberwirktempo. Vorhin waren es 10 Sekunden, jetzt habt ihr das für 15 Sekunden. Und das bekommt ihr ja, wenn ihr Feuerbrunst castet. Und Feuerbrunst hat eine Abklingzeit von 10 Sekunden. Das hält 15 Sekunden. Das heißt, ihr habt dauerhaft 30% mehr Zauberpicktempo. Also das ist schon nice. Die nächste Änderung betrifft Schattenspalten. Und zwar trifft es jetzt bis zu 10 Ziele. Davor waren es 3 Ziele. Das heißt, sehr gut für Ui-Tanking für Hexenmeister. Und die Rune Mal des Chaos wurde auch redesigned. Das bewirkt jetzt, dass Fluch der Pain und Fluch der Verderbnis auf dem Ziel Mal des Chaos anbringt, was ja die Resistenzen, also die Widerstände um 75 reduziert und den Spell Damage um 10% erhöht. Also insgesamt kann man sagen, einige Buffs für Hexenmeister. Aktuell muss man sagen, auf dem PTR fühlen sich Hexenmeister nicht so stark an wie andere Klassen. Deswegen wahrscheinlich auch die Buffs. Mal schauen, wie er sich danach schlägt. Schauen wir uns mal den Krieger an. Der hat ja einige Nerfs erhalten jetzt beim PTR. Und Krieger schneiden aktuell nicht so gut ab, was den DPS angeht. Schauen wir uns mal die Buffs an. Einmal war das der Schildschlag, der gebufft wurde. Und der behält jetzt 15% der Angriffskraft als zusätzlichen Schaden. Der nächste Buff ist zielstrebiger Furor, die Rune. Da gibt es jetzt einen 2% Buff, der 5-mal stapelbar ist, also auf die Angriffsgeschwindigkeit. Und die Bedrohungsreduzierungskomponente wurde komplett entfernt. Bei der Gladiatorhaltung wurde ein Effekt hinzugefügt, um die Wuterzeugung auf dem Ziel zu erhöhen, das den Krieger nicht aktiv angreift. Das heißt, einfach ein Element, womit man mehr Wut bekommt in der Gladiatorhaltung. Und Donnerknall kann jetzt bis zu 10 Ziele treffen. Es waren ja immer 4 in Klassik. Jetzt sind es 10, also auch gut fürs AOE-Tanking für Rorys. Und Krieger bekommen einen World Buff, wie ihr schon mit Sicherheit mitbekommen habt. Das wird ein World Buff, vergleichbar mit dem World Buff von Onyxia, also Schlachtruf der Drachentöter. Das ist die Light-Version davon, und das haben die Krieger gegeben, dass wenn man zum Beispiel im Raid wiped, dass der Raid danach immer noch einen World Buff hat. Und wir wissen ja, dass Krieger sehr gut performen mit World Buff, und wenn der den abgeht, das ist wie wenn Obelix keinen Zaubertrank hat zum Beispiel, und bei Kriegern ist es halt extrem, wenn der fehlt. Bei anderen Klassen ist es nicht so extrem wie bei Kriegern, deswegen haben sie das eingeführt, und das ist jetzt nur testweise auf die PTR, also das kann sich noch ändern bis dahin. Deshalb, um nichts zu verpassen, Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, wirklich, wirklich vielen Dank. Bis zum nächsten Video, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr vom PTR haltet und generell von den ganzen neuen Klassenanpassungen. Vielen Dank, bis dann.